So, Leute. Und er fängt gleich an zu lachen. ja, was machen wir heute? Heute, großes Thema war, kam... Ich glaub, so, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier aus dem Studio. Hinter der Kamera, nach langer Zeit mal wieder... Nach langer Zeit? Ja, du hast ewig nicht mehr hinter der Kamera. Mhm. Der Flo. Denn heute gibt's ein sowas von chilligen Vlog hier aus dem Studio. Denn ich habe in letzter Zeit sehr viele Nachrichten bekommen, wie es denn aussieht mit meinem Studiotisch, weil ihr wisst ja mittlerweile, ich will was Neues, ich wollte mir was Neues kaufen. Es wird bald was Neues kommen, deswegen wollte ich ein bisschen mit euch quatschen, was ihr so denkt, was ihr für Vorschläge habt. Genau, bevor wir jetzt aber damit anfangen, haben wir uns gedacht, weil wir haben es jetzt mittlerweile... 21 Uhr, dass wir jetzt halt regelmäßige Videos zusammenbringen, haben wir uns eine Kalender-App runtergeladen und das heißt, wir werden jetzt, was haben wir gesagt, Mittwoch und Freitag versuchen, regelmäßig Videos hochzuladen. Es wird natürlich auch weiterhin FL Studio Tutorials geben, aber der Flo wird jetzt in mehreren Videos dabei sein, weil wir einfach Bock drauf haben und Gas geben wollen. Genau, Thema, wie gesagt, Studiotisch, ja, wisst ihr ja mittlerweile, der nervt mich extrem, allein hier wegen dieser Kante, ist halt mega ätzend, weil wenn man von da reinkommt und dann ins Studio kommt, nimmt ungefähr diese Kante schon das halbe Studio in Anspruch, deswegen muss dringend ein neuer Tisch her. Was ich mit diesem Tisch mache, weiß ich selber noch nicht, keine Ahnung, hast du eine Idee, was man da machen könnte, weil hier im Studio selber habe ich dann... wenig Platz, weil der passt eigentlich hier nicht mehr rein, oder? Raus. Der muss oder raus. Umbauen. Raus oder umbauen, meint jetzt der Flo. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ja, ein bisschen überlegt und haben jetzt mal so drei Vorschläge oder drei Ideen so im Hinterkopf, was wir machen können. Vorschlag Nummer 1, was ein bisschen teurer wäre, aber auch nicht schlecht wäre, wir gehen zum Schreiner. Apropos Leute, wegen der schlechten Audioqualität, sorry nochmal, weil ich muss leider mit dieser Kamera vloggen. Es wird sich bald was verändern, ihr werdet bald bessere Audioqualität bekommen bei solchen Vlogs, deswegen seid gespannt, da kommt was richtig Geiles. Genau, Vorschlag Nummer 1 wäre gewesen, wir gehen zum Schreiner und lassen uns einen Tisch anfertigen. Man kann ja beim Schreiner dann die ganzen Maße durchgeben und Farbe bzw. Holzmaterial. Da hat man natürlich auch Qualität. Das andere ist natürlich, man zahlt auch dementsprechend. Was haben wir mal geschaut, so zwischen ja, 400, 500, 600 Euro? Ja, mit Material. Ja, und Arbeitszeit. Und Arbeitszeit ist immer das teuerste. Also wir haben jetzt mal ungefähr so kalkuliert, ich habe auch mal nachgefragt, so zwischen 400 und 600 Euro. Ihr wisst ja, den einen Studiotisch, was ich euch schon mal gezeigt habe, hätte gekostet, glaube ich, 1000 oder 1200 Euro, aber das wäre halt ein reiner Studiotisch, also nur fürs Produzieren. Und ich habe noch ein paar Hintergedanken, weil ich habe überlegt, wir bauen oder wir holen uns einen Tisch, wo wir oder wo ich ganz normal produzieren kann, ganz normale FL Studio Videos abdrehen kann und zugleich nebendran die Videos schneiden kann. Weil ihr wisst ja, mittlerweile schneide ich hier auf meinem MacBook die Videos und ich habe hier einen wunderschönen 32 Zoll Bildschirm stehen und ich könnte einfach mit einem HDMI-Kabel in den MacBook reingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, irgendwie auf der linken Seite oder hier an dem Platz auch die Videos gleich zu schneiden. Der zweite Vorschlag wäre gewesen, wir gehen zum Baumarkt. Da haben auch schon mal einige von euch kommentiert, dass wir uns so eine, was war das, Küchenplatte, glaube ich, gell? So eine Art Küchenplatte. Ja, Küchenplatte kannst du jetzt sagen, Tischplatte, da gibt es ja verschiedene Varianten. So eine Art ja, Tischplatte zu nehmen, zurechtzuschneiden, das heißt an die 2 Meter ungefähr, 2 Meter. Also wie gesagt, geplant ist 2 Meter Länge, 1 Meter Tiefe, Höhe ungefähr ja, 70 bis 80, 75 Zentimeter sowas. Dass wir zum Baumarkt fahren und da uns einfach eine Tischplatte holen, die Füße selber bauen und sparen uns eigentlich dann auch wieder ein paar hundert Euro. Oder, was hast du gemeint, Spanplatten, gell? Spanplatten ist die billigste Variante, dann bist du ungefähr bei, wenn du Winkel brauchst für die Füße, bist du bei 50 bis 60 Euro. Ja, das wäre halt die günstigste. Mit, da musst du aber lackieren, einlassen, ja, dass dem Holz nichts passiert. Ja, gut, das ist ein bisschen jetzt, mehr Arbeitszeit. Ja, aber drinnen passiert eigentlich nichts. Ja.
Aber schaut halt schöner aus. Ja. Was geht jetzt ab? Wo geht's die Musik an? Ist geil. Nein, sonst krieg ich wieder GEMA-Probleme. Also wie gesagt, Baumarkt wäre das die andere Option, dass wir da irgendwie was fertigen lassen. Und Plan B wäre, da musst du jetzt aber aufstehen, weil sonst sehen die Leute das nicht. Nee. Beweg dich, auf geht's, komm! Plan C wäre das, genau, dritter Plan. Wir oder ich bestellen mir einfach simpel einen fertigen, ja, stinknormalen Tisch. 2 Meter breit, 80 Meter tief, 75 hoch. Kostet jetzt an die 200 Euro, ist von der Marke Furni 24, habe ich noch nie gehört davon. Das wäre jetzt die simpelste Variante, 200 Euro. Also ich sag mal, bis 300 Euro habe ich ungefähr kalkuliert oder so 250. Das sieht sexy aus, oder? Das ist geil. Wenn ich so da sitze. Wäre jetzt so die billigste und schnellste Variante, dass ich mir den bestelle, den herliefern lasse. Das einzige Problem ist ja nur, jetzt muss ich sogar aufstehen, und zwar, ihr wisst ja, jetzt werde ich gleich dunkel sein, weil du filmst genau ins Licht. Jetzt geht's. Geht's? Ja. Ihr wisst ja, auf der rechten Seite, das heißt, wenn man hier reinkommt, auf der rechten Seite befindet sich ja mein Studiomikrofon, was ich ja durch euch, durch eure Hilfe mir kaufen konnte. Und wenn der neue Tisch kommt, wird er natürlich wahrscheinlich bis hier hingehen. Das heißt, wir müssen das Mikrofon eh auf die linke Seite versetzen, weil ich habe auch hier mein Audio-Interface. Und das heißt, ich brauche da nicht die Kabel bis hier drüben verlegen, sondern ich kann ganz simpel hier das Studio-Mikrofon hinstellen. Und wenn mal jemand Bock hat zu singen, ja, eigentlich könntest du mal singen. Nee. Doch, das müssten wir eigentlich mal bringen. Nee, danke. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob der Flo mal singen soll. Du kannst von mir aus auch bayerisch singen, ist mir scheißegal. Ich kann alle meine Händchen vorsingen. Ist scheißegal. Leute, schreibt es unbedingt in die Kommentare, der Flo soll singen, dann machen wir einen geilen Remix draus. Ja, genau. Sehen das zum Rap-Manu fangen, oder? Können wir auch machen. Also wie gesagt, Tisch, wird jetzt demnächst kommen, weil ihr seht schon, professionell sieht es hier nicht aus. Studio generell wird noch einiges verändert. Aber das Einzige, wo ich Bedenken habe, ist halt einfach mit den Absorbern. Weil die haben wir jetzt so hingeklebt, dass die eigentlich genau mittig zu diesem Tisch sind. Das heißt, wenn wir den neuen kaufen oder den neuen bestellen mit 2 Meter Länge, der steht halt dann ja weiter raus und ich kann halt links und rechts nichts mehr hinstellen. Oder eigentlich wenig hinstellen. Oder verlängern. Muss ich mal schauen. Oder ich verschiebe einfach den Tisch einfach ein bisschen nach rechts. Oder wir verlängern es einfach. Oder wir verlängern es. Oder wir machen die ganze Wand voll. Hä? Oder die ganze, das könnten wir auch machen. Die ganze Land. Die ganze Land voll. Sprachen lernen, Bubble. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Sollen wir das hier komplett verkleben? Das heißt, komplett mit Absorber? Oder sollen wir uns einen ganz anderen Tisch holen? Oder habt ihr irgendeine andere Idee? Weil es hat auch mal einer in die Kommentare geschrieben, dass wir hier von diesem Tisch diese Platte runterbauen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Doch, du kannst von hier unten abschrauben. Aber hier ist... Ja, aber das ist halt die Stütze. Ja, stimmt. Aber also du könntest im Endeffekt andere Stützen hinbauen. Also wie gesagt, es kam mal ein Vorschlag von einem von euch, dass wir die Platte runterbauen und einfach verlängern sollen oder dran bauen. Aber dieser Part stört mich hier. Das heißt, Flo, kannst du ja euch mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, reinkomme, nimmt dieser Teil von diesem Schreibtisch einfach noch so viel Platz weg. Deswegen ist halt entnervig. Das heißt, wenn jetzt hier einfach der normale Tisch steht, hast du hier einen kompletten Durchgang. Endsimpel. Weil das andere Problem ist, komm mal kurz her, hier geht mir langsam der Platz aus. Ihr seht schon, die Bildschirme hinten hängen hinten schon fast an der Wand herunter. Und mein Keyboard hat gerade so Platz und die Tastatur hat gerade so Platz. Und ich will einfach auch einen breiteren Tisch haben. Das heißt, der ein bisschen weiter rausgeht. Weil ich habe, glaube ich, mal, Moment, zum Glück ist hier noch eine Werkstatt, mal ausgemessen. Wir haben jetzt hier 68. 68 breit. Das heißt, wenn wir jetzt 75 haben, wie der Tisch, wären wir ungefähr hier. Das heißt, bis hier. Ja, so viel sind das jetzt auch nicht. Das sind nicht mal 20 cm, was wir mehr haben. Das Geile ist, wenn er 1 Meter breit wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass wir hier rausgehen ungefähr, weil dann
könnte ich auch eventuell irgendwann mal einen dritten Bildschirm holen, weil das war eh mal geplant, weil hier einfach kein Platz mehr ist. Und ja, sonst gibt es eigentlich gerade nichts mehr. Ich würde sagen, Leute, das war's heute mit diesem kleinen Video. Ich weiß, es war nicht sehr interessant, aber ihr habt trotzdem ab und zu richtig geile Ideen. Deswegen knallt wieder eure Kommentare unten in die Kommentare, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Nein, ich singe nicht. Doch, schreibt es unbedingt in die Kommentare, Leute. Der Flo muss singen. Das wird so lustig. Wann hast du eigentlich schon mal gesungen? Noch nie, gell? Du, ich war früher in der Schule. Ja, in der Schule? Ich meine jetzt dazu. Weil ich war früher in der Band. Nee, ich war früher im Schulchor. Schulchor, okay. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Ballert die Kommentare voll. Flo muss singen. Machen wir ihnen einen Hashtag. Hashtag Lappen. Genau, Hashtag Lappen hört sich gut an. Ich melde mich jetzt ab. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video wird wieder ein kleines Tutorial. Und ja, in diesem Sinne, Leute, hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Schreibt es fleißig in die Kommentare. Niemals. Und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dann. Und... Ciao, Leute. Der war langweilig. Und... Was und? Ja, du musst was Cooles immer sagen. Und... Hadi, tschüss. Servus, Baba. Wir lassen es einfach. Ciao, Leute.